Hallo ihr Lieben und willkommen zu Haus bei Lara. Heute gibt es nur eine Ankündigung von mir und eine Verlosung, also bleibt dran. Ja, wie ihr es wahrscheinlich in der Videobeschreibung gelesen habt, geht es hier um die Zensur meiner Kinder. Wenn ihr meine Vlogs verfolgt, dann seht ihr meine Kinder, wenn sie frontal gezeigt werden, verpixelt. Und das will ich in Zukunft nicht mehr machen. Ich habe lange darüber nachgedacht und auch mit meinem Mann darüber gesprochen und ich finde, es ändert jetzt nicht so viel, ob ich ihre Gesichter verpixel oder nicht. Es ist viel wichtiger, die konkrete Szene zu zensieren, also rauszuschneiden, ganz rauszuschneiden, wenn sie unpassend ist, als ihre Gesichter zu verpixeln. Denn genauso wie ihr hier im Haus immer wieder Fotos von meiner Familie sieht, weil ich das einfach schön finde, also Familienfotos an die Wand zu hängen, genauso sind das ja Szenen, wo die Leute lächeln. Und das werdet ihr auch in den Videos sehen, wenn meine Kinder auftauchen, dann nicht in einer Frustrationsszene, sondern eben, wenn es ihnen gut geht, wenn sie gesund sind und sich dann auch später, ich denke dann eher so an die Pubertät in dieser Phase, dann später nicht für diese Szene schämen müssen, die ich dann hier gezeigt habe. Genau, das sind so meine Gedanken dazu. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Im letzten Vlog habe ich erzählt, dass ich mich für 500 Abonnenten bedanken will. Ja, die habe ich ja jetzt erreicht und ich habe lange darüber nachgedacht, was ich denn jetzt verlosen könnte. Und bin dann auf Nikolausstiefel gekommen. Und zwar sind das die, die ich für Johanna gemacht habe. Und jetzt gerade eins für Elle in der Nähe. Im Kindergarten kriegen die da was, dann muss man Nikolausstiefel abgeben. Deswegen bin ich gerade dran, das zu überarbeiten. Und bei der Arbeit ist mir eigentlich der Gedanke gekommen, dass das wahrscheinlich auch eine schöne Sache zum Verlosen wäre. Ganz unabhängig, in welcher Lebenssituation man ist, ja, könnte man ja das mit in die Weihnachtsdeko dann zu Hause aufnehmen. Genau. Wenn ihr also jetzt bei diesem Gewinnspiel mitmacht, könnt ihr zwei Nikolaus-Stiefelchen bekommen, also die werden dann ungefähr so aussehen und der zweite wäre dann in der entsprechend verkehrt rum Farbe vom Stoff her und es wäre für euch personalisiert. Also hier seht ihr die Elena und hier seht ihr die Johanna drauf gestickt und da könnt ihr entweder euren Namen oder wenn ihr es verschenken wollt, Oma, Opa oder ja, für eure Kinder, genau, kriegt ihr zwei Socken in diesem Farbspiel. Und das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist in der Videobeschreibung, da kann nur ich schreiben, in den Kommentaren zu schreiben, dass ihr gerne diese Nikolausstiefel haben wollt. Und unter all den Kommentaren verlose ich dann dieses Zweierpaket, also einmal zwei Stiefelchen, also Söckchen, genau. Und das ist auch hier mit so einem Wendestrumpf, sag ich mal, vorgesehen. Das Schnittmuster, das verlinke ich auch euch in der Videobeschreibung, falls ihr das für euch mal nachnähen wollt. Das ist so ein Freebook, was ich gefunden habe. Ja, das Bändchen, das werde ich dann weiter oben hier annähen. Das war bei der, bei der Johanna in der ersten Variation nicht so gut platziert. Genau, also für euch nähe ich sie ganz neu mit eurem Namen. Also schreibt mir das in die Kommentare. Ich würde mich freuen, mal die ganzen Stimmen zu hören, die mir hier auf den Kanal folgen, die meine Videos sehen. Und in einer Woche, also nächsten Freitag, alles die Details seht ihr auch in der Videobeschreibung, aber nächsten Freitag werde ich dann den Gewinner auslosen. Genau, also ihr habt eine Woche Zeit, das Video zu sehen und zu kommentieren. Und ich freue mich über viele Kommentare. Und freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Ciao!